Oh mein Gott. Nice. Geile Scheiße, mit den Bällen shooten? Oder mit den Ballons? Was machen wir damit? Christian Schuller? Ich glaube, das ist Christian Schuller. Das ist er. Boah, Trash, Alter. Guck, guck. Hi. Erstmal muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Vielen du Dank. Hast den Job bekommen. Ja, super, freut mich für dich. Dankeschön. Habt ihr denn schon Christian Schuller kennengelernt? Ja, hab schon von beiden Gesichtern. Ja. Hallo. Christian, freut mich sehr. Hallo. Toll, euch kennenzulernen. Toll, seht ihr aus. Ja, also Christian Schuller, er ist eine Germany's Next Topmodel-Legende. Also ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis er kommt. Und dann stand er vor mir. Ihr habt wirklich einen Top-Fotografen heute am Start, eine Top-Location. Diese wunderschönen, riesen orangenen Bälle, tolle Kleidung. Aber ihr müsst das Bild jetzt zum Leben erwecken, ne? Ja, super. Fangen wir mit dir an und dann kann es auch schon losgehen. Bei dem heutigen Shooting geht es wieder um Farben, Grafiken, Poesie. Es ist kein klassisches Modeshooting, sondern es geht ja hier nur darum, dass wir eine Fantasie darstellen, aber ein Lebensgefühl auf eine andere Art und Weise. Weißt du, was wir machen? Wir machen einfach ein ganz einfaches Bild. Siehst du, was? Das ist wie, sieht ein bisschen aus wie ein Hampelmann. Ja. Also eine große Bewegung. Die ist natürlich darauf bezogen, dass auch dieser Stoff irgendwie was tut. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Was wichtig ist, danke, Peggy. Was ganz, ganz wichtig ist, wenn du jetzt da hier reingehst, also ungefähr hier, ja? Ja. Machst eine große Bewegung. Aha. Du kannst es einfach öffnen, also wirklich beide, gehst in, wenn du so eine Pose machst, dein Gesicht. Mhm. Entspann dich. Fokussiere einen Punkt. Entweder Heidi oder den Kakteen. Eins oder das andere. Ich glaube, schöner ist das. Das entweder geht auch. Der Kaktus oder ich. Ihr habt euch so kleine Skizzen gemacht. Ja, klar. Das sind Posenskizzen. Ja, das ist das müssen selber. Wir aber auch gleich mal in die Kamera halten. Das ist ja süß. Wer hat denn die gemalt? Oh, das ist aber süß. Aber also, das kann ich muss dazu sagen, das macht sie während der Produktion. Sie. Ah ja, doch. Hier erkenne ich eine Person. Ja, da. Das ist ja nur für uns ein ganz kleiner, schneller Reminder, dass wir dann nicht komplett was man vergessen. Alles machen kann. Okay, let's make a try. Okay, okay. Nochmal. Umleit, sehr schön. Bei seinen kreativen Shootings arbeitet Christian fast immer eng mit seiner Frau Peggy zusammen. Beim heutigen Shooting kommen besondere Farbfolien zum Einsatz. Ich hatte ganz früher als Student, fingen wir schon an, durch Glas zu fotografieren. Wir haben durch Wollen, durch viele Materialien Bilder verfremdet, abstrahiert, quasi einen Aquarell-Touch verpasst und so weiter. Ich mag dieses etwas Weichere, dieses etwas Abstrahiertere. Und diese ganzen Mittel, das sind einfach wunderbare Spielereien, dahin zu kommen. Die Person muss jetzt wirklich das Leben in dieses Bild reinbringen. Und das macht sie, sieht super aus. Kleiner Sprung! Herr Schuller! Ich bin da, immer noch. Das sieht noch. So And schön go. Aus! And go! So. Sehr schön, noch einmal ein bisschen weiter nach da. Du machst es verdammt gut, weißt du das? Ich meine, du machst es wirklich gut. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Es sieht super aus. Ja, sieht mal das großartig, oder? Es sieht mega aus. Es ist einfach ein Spaß. And go! And go! And go! Das sieht so krass gut aus. Ich finde, das hast du total lässig gemacht. Ja? Vor allem fand ich schön, dass du auch mir zugehört hast. Du hast gehört, was ich gesagt habe. Und du hast dann auch reagiert und du hast dann auch wirklich dann das Ding abgespielt, hast die Figur richtig gemacht. Also ich gucke mir das jetzt an, aber meine Innenstimme, komm mit. Gerne. Mein Shooting ist ziemlich gut gelaufen, würde ich sagen. Also Christian meinte auch zu mir so, ja, du hast alles umgesetzt, was ich wollte. Komm mit. Es ist so schön. Oh mein Gott. Oder? Ja. Alter, oh ja, okay. Ich kann es ja mal sagen, epic shots. Sehr schön. Oh, geil. I love it. Also, das haben wir Es war mir große Freude mit dir zu arbeiten. Ja, es war schön, dich super, Liebe. Mega. Tschüss. Sehr gut. Und viel Spaß noch und viel, viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Wow. We are in. Es hat funktioniert. Direkt am Set wird Somaya für das Shooting fertig gemacht. Hallo. Hallo. Hallo.
Ja, nee, also wir shooten doch entweder nur mit einem Rock oder mit einem Cape. Und Sumaya ist ja jetzt nach mir dran, deswegen hat sie meine Sachen bekommen. Und Leute, das ist so heftig. Christian Schuller ist der Fotograf. Ja. Und das ist auch so eine Ehre, mit ihm shooten zu können. Also das ist halt ein Fotograf, ja, schon den man kennt. Also, was musstest du so machen? Ja. So, was war gefragt? Es ist wirklich, Christian Schuller hat eine komplett genaue Vorstellung von dem, was ihr macht. Also es war wirklich so, okay, stell dich dahin, guck dahin oder dahin oder dahin. Er hat das so auf dem Papier gehabt und hat mir das so gezeigt. War so, mach die Pose und dann kriegen wir das schon hin. So. Wie cool, ich finde das total spannend, dass er eine Pose auch vorgibt. Ja. Es erleichtert einem immer viel mehr, als wenn man nur dasteht und so gefühlt raten soll, was der Fotograf gerne hätte. Einmal den Sprung versuchen! Okay! Also ich finde, der Jump sieht gut aus. Kopf drehen, schön. Ja, ein Go, sehr gut, Sumaya. Bravo, Sumaya. Ja, ich habe den Anweisungen hab ich gut gefolgt. Ich liebe zu sehen, wie fokussiert Sumaya heute ist bei der Arbeit. Denn die letzten paar Wochen war es so, dass wir sehr lustige Fotoshootings gemacht haben. Und heute machen wir mal wieder ein bisschen mehr Kunst. Und ich finde es sehr schön zu sehen, dass sie wirklich in sich geht, sehr gut zuhört, fokussiert ist und heute mal wieder eine ganz andere Sumaya mir zeigt. Und es gibt mir ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ich schwärme gerade von dir, Sumaya. Kannst du gerne weitermachen. Entspannen, kein Lachen. Ich liebe diesen Sprung, das gibt dem Ganzen was, sieht super aus. Perfekt, meine Liebe, wir haben's. Okay. Well done. Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich bin echt happy gerade, wirklich. Es war echt richtig nice. Gerade vor ein paar Minuten war mir noch richtig kalt. Mir ist heiß, mir ist heiß. Heiß. Mir ist ganz, ganz heiß. Also hier haben wir wieder die Qual der Wahl, ne? Da sind so viele tolle Fotos dabei. So viele aber auch.